Mahlzeiten. Ist doch so ein Training, wo du auch die Punkte steigerst. Ist doch auch so ein Training, wo du die Punkte steigerst. Ach so, ja, doch, kann sein. Tore! Und dann! Ich würde sagen, ist eine Runde Zahl. Machen wir noch ein paar Tore. Ja, komm, gucken wir, ob wir noch auf die 120 kommen. Ja, wir haben noch ein paar Spiele vor uns, bevor die Saison vorbei ist. Keine Sorge. Die 120 kriegen wir noch voll. Wie lange haben wir noch? Ich weiß nicht, dann müsste es 22. sein. Und 34 pro Saison halt. Also Bundesligaspiele. Ein paar haben wir noch. Sagst du denn 21. Mai? Und doch dann wieder Bayern. Natürlich Dortmund. Auch wenn ich Gladbach-Fan bin, denke ich, dass Dortmund gewinnt. Ja, alles ist besser als die Bayern, ne? Richtig. Oder Köln. Naja, wenn Dortmund, ach, wenn Bayern gegen Köln spielen würde, würde ich sagen Bayern, aber. Ja, da wäre es auch offensichtlich. Ich sag nur Mainz, ne? Köln ist natürlich offensichtlich. Da brauchen wir ja auch nicht lang drüber quatschen, du. Aber wenn Köln im DFB-Pokal stehen würde, würde ich sagen, wen haben sie bitte bestochen? Mich? Nee, aber... Das wäre ja... Ich würde niemals zum FC Bayern gehen. Du? Biete ihnen 200 Milliarden Euro. Obwohl doch, dass er wirklich dann Bayern nach Bayern gehen würde und einen Vertrag annehmen würde. Nee, eine Kohle. Ja, nee, ich meine, bei Bayern Spieler zu sein, ist zu 80% wie arbeitslos. Stimmt. Und du wirst auch noch dafür gut bezahlt. Wow, da war der Ball weg. Ich meine, gut, auf Langzeit, ne, ist das zwar nichts, sagen wir mal, womit du dann wirklich deine Kohle machst, aber ich sag mal, die Zeit, die du bei Bayern bist, machst du auf jeden Fall gut Kohle. Sag mal nichts auf Langzeit, ey. Also, sag mal nichts gegen Langzeit. Du machst doch schon gut. Moneten in den Tisch. Du gehst abseits. Ja, aber klar. Wie lange bleibst du bei Bayern, wenn du nur auf der Bank sitzt oder nicht mehr? Ja, kriegst doch trotzdem ein wöchentliches Gehalt. Ja. Fürs doof rumsitzen. Ja, dann ist es ja nicht, aber wie lange bleibst du dann da? Ja, ist doch egal. Und im ersten Jahr kannst du erstmal schön Haus mieten. Für eine gewisse Zeit. Das hast du dann schon safe. Ja, klar. Angenommen, du verdienst hier wie so ein Messi. Hi-Fi. Wie so ein Messi, der sich dann erstmal mit seinem ersten Gehalt locker 10 Häuser leisten könnte. 10 Villen, wenn du. Messi bleibt ja bei Barca bis zum Karriereende und dann geht er da als Trainer. Und der geht dann in die Schule von denen. Ist ja jetzt schon vertraglich abgesichert. Und Tor, endlich mal ein Tor. Und das 20. Gegentor, was wir in der Bundesliga. 21. Das war in der Bundesliga kassieren. Wollen wir das im Ballentritt tun?
Ist doch okay, man geht mal zum Training, ihr Vögel. Sie hatten doch immer genug Training. Nee, das Training ist ausgefallen mit Unfähigkeit. Unprofession. Ups. Ach, jetzt Maul, kein Freistoß. Gib einfach Ecke. Kommt auch selber hinaus. Würde ich auch gerade sagen, mit der Ecke wäre sie besser dran gewesen. Sich das wieder richten? Nö, nee, eigentlich ja nicht, aber B-Mannschaft will ja mal wieder nicht. Prinzipiell habe ich ja kein Problem, aber die B-Mannschaft will einfach nicht. Hey, guck mal, er geht einfach nicht zum Ball. Sollen wir spielen wie gegen Frankfurt? Dann würde ich auch überlegen, die gegen Bayern spielen zu lassen. Mann, Alter, warum schießt du denn nicht zu dem anderen, der unten frei rumlatscht? Ja, das ist einem doch so oft. Das ist einfach unfähig. Und unprofessionell. Ist ein Passiv? Ja. Sollte auch sein. Na? Weil bei Passhilfen würde dir sowas nicht passieren. Da würde den instant nach oben spielen. Ja, mit Passhilfe ist so. Das korrigiert teilweise das automatisch. Ja. So viel Sinn noch. Ja, das ist genau wie Bremshilfe in dem Spiel. Bremslink, Schalthilfe, alles klar. Okay, ich fahre eher nur Automatik. Ich hab mit den automatisch oder manuell schalten, geht mir auf den Sack. Das Auto, was du dem Relief hast, muss Automatik sein, ne? Ja. Oh, besser von das Auto. Fangen natürlich meinen Einwurf und meinen Wurf ins Spielfeld ab. Lauf und hol das Eckstück. Ja, nein, du solltest dir mal angucken, wie der fault. Der Wahnsinn. Geht er rein wie beim Rugby, aber Schiri fault nicht.
erklären, Mann. Den Grund werde ich jetzt aber nicht nennen, weil ich den eindeutig für bekloppt erklärt werde. Ich habe Kohle da. Ich wäre wieder ab. Logik, Alter. Darf ich mit einem schönen Ausgang? Glaube ich einfach nicht. Glaube ich nicht, und der Hut bringt den Zauber. Er guckt sich an, wie der Ring unter die Latte haut. Ah, ist fast so gut wie Sex. Und da jetzt passt zu der Hut. Und jetzt der Hut zieht ab. Aber nicht besser als. Zack. Oh, der war genau auf der Latte und geht dann rein. Ich meine, so ein Tor muss man mal hinkriegen. Da schon wieder instant auf das nächste Spiel freue ich mich mega. Instant Superheldenkraft PC. Klar. Und die einfach OP raushauen, weißt du, nur weil wir auch mal irgendwie nicht gewinnen dürfen. Marco Roll sträubt sich zu laufen. Da kommt Stuttgart ran.
Tor. Oh, was für eine Rakete, Alter. Da gut. Mit was für eine Rakete der Ding da reingehauen hat, ey. Wumm. Auf volle Wolle. Schade, hätte ich gern gesehen. Gewonnen hätten wir trotzdem. Ja, ist doch ja nichts. Und wenn wir neu verbunden sind, sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Part.